Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal, auf meinem YouTube-Kanal. Ihr habt ja schon festgestellt, die Dynamik auf meinem Kanal hat sich stark geändert. Das hat sich schon im letzten Jahr abgezeichnet. Es kamen irgendwann nur noch Interviews, meist auch in unregelmäßigen Abständen. Und seit einigen Wochen, Monaten hört man hier auf meinem YouTube-Kanal gar nichts mehr von mir. Ich habe dann auch schon einige Nachfragen bekommen, ob bei mir alles in Ordnung ist, ob es mir gut geht. Also mir geht's gut. Ich kann sogar sagen, mir geht's sehr gut. Ich bin erfüllt, folge meiner Berufung. Ich bin aktuell oder seit längerem nur nicht mehr so auf YouTube tätig. Wo man mich noch täglich sehen kann bzw. Impulse von mir bekommen kann, ist auf meinem Telegram-Kanal und auch auf Instagram. Ich werde euch diese beiden Kanäle auch unten verlinken. Wer möchte, kann sich auch in meinen Newsletter eintragen. Da gibt es auch so alle 4 bis 6 Wochen einen Newsletter. Ja, was hat sich verändert? Warum bin ich gar nicht mehr so regelmäßig auf YouTube unterwegs? 2013 habe ich diesen YouTube-Kanal ins Leben gerufen. Ich meine, das war so im August 2013, also fast schon 10 Jahre. Wie habe ich damals mit YouTube begonnen? Welche Themen standen am Fokus? Die Rohkosternährung. Ich habe aufgezeigt, wie vielfältig die Rohkosternährung ist. Ich habe erste Wildkräuter-Videos gemacht, habe euch verschiedenste Wildkräuter gezeigt, wie man sie genau erkennen kann. Dann kam Fasten dazu, Darmreinigung, viele Rohkostrezepte, auch einige vegane Rezepte, aber der Fokus war schon immer sehr auf Rohkost. Dann habe ich euch gezeigt, wie ich natürliche Zahnpflegeprodukte herstelle, mit was ich meine Haare wasche, wie ich meinen Körper natürlich pflege, also mit natürlichen Produkten, weg von dieser Industriekosmetik. Das sind so viele verschiedene Themen. Dann noch dazugekommen, auch mehr der Fokus auf schleimfreie Heilkost. An und Erit findet ihr viele Beiträge, auch viele Interviews mit dem Tobias Steinhäuser und dem Henry. Mit dem Henry Lopp, das sind 2 sehr gute Freunde von mir. Ich habe dann auch die Themen, haben sich dann noch ein bisschen aufgespalten. Ich habe dann auch freies Lernen, Auswandern, verschiedene Themen, auch dann mit Susanne Lora in den letzten Jahren, auch über toxische Strukturen im Kleinen wie auch im Großen. Dann hatten wir auch Werte, wieder hohe Werte leben. Dann hatte ich auch einige Videos über diese C-Thematik, diese 3 sehr herausfordernden Jahre, habe da einfach euch aufgezeigt, wie ich damit umgehe. Also schon sehr vielfältig, den Fokus immer auf Ernährung, auf Gesundheit, auch Entgiftung, also verschiedenste Themen. Ja, also ich meine über 700 Videos hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe vieles Wichtige, was mir wichtig erscheint, mit euch geteilt. Es gibt natürlich noch viele andere Themen, die mich interessieren. Also da hängt noch ein ganz großer Rucksack mit dran, den ich aber nie so öffentlich mit euch teilen würde, weil einfach die Zeit dafür noch nicht reif ist, beziehungsweise auch, weil YouTube das zensieren würde. Hätte einfach keinen Raum auf YouTube. Und ja, es war einfach so ein dynamischer, organischer Prozess, mich immer ein Stück weit mehr von YouTube zurückzuziehen. Das heißt nicht, dass es jetzt immer so ist. Also ich werde mich jetzt auch nicht offiziell von YouTube verabschieden. Auf Telegram und Instagram gibt es täglich neue Beiträge von mir, verschiedene Impulse. Ich tausche mich auch auf Instagram per Privatnachricht mit verschiedensten Menschen aus. Ich bin auch Admin in verschiedenen Telegram-Gruppen. Da geht es um einen ganzheitlichen Reinigungsprozess. Da begleite ich auch Menschen. Das ist auch sehr zeitintensiv, aber es erfüllt mich aktuell sehr. Also mein Fokus oder meine Tätigkeit ist eher in den Hintergrund gerückt. Das ist für euch YouTube-Zuschauer gar nicht so ersichtlich, aber ich bin auch noch sehr aktiv in meinen Dingen, die ich so als Berufung für mich herausgefunden habe und die lebe ich dann eher so im Hintergrund. Bin auch in den letzten Monaten sehr viel unterwegs, bin mit Freunden zusammen, lebe so eine gewisse Gemeinschaft, bin auch auf der Suche nach einem neuen Sein, nach einem anderen Sein und das nimmt auch eine gewisse Zeit in Anspruch. Es wird auf YouTube auch weitere Beiträge von mir geben, Interviews oder einfach gewisse Themenvideos von mir. Es wird nur ab und zu mal eine längere Pause sein, wenn mein Fokus, meine Energie eben auf andere Dinge gerichtet ist. Ich werde auch weiterhin Videos aufnehmen, regelmäßig mit der Susanne Lorei oder mit dem Henry oder mit dem Tobias. Es stehen auch einige Interviews mit dem Sören Schumann an. Einige von Ihnen kennen ihn vielleicht. Er hat wertvolle Online-Kongresse ins Leben gerufen. Gehirn- und Nervenkongress, Parasitenkongress, Entgiftungskongress. Mit ihm bin ich auch regelmäßig im Austausch. Habe ich auch kürzlich ein Video gemacht zum Thema Wildpflanzen, wie Wildpflanzen uns bei der Entgiftung unterstützen können. Das könnt ihr bei ihm auf dem YouTube-Kanal sehen. Das verlinke ich einfach oben in den Infokarten. Ja, gibt es irgendwelche Themen, die ich gern für euch hier auf meinem YouTube-Kanal aufbereiten sollte, könnte, dürfte. Also gibt es irgendwelche Themen, die euch interessieren, wo ihr gern wissen wollt, wie meine Meinung dazu ist? Welche Impulse braucht ihr zum Thema Gesundheit oder zur Rohkosternährung? Was die Ernährung angeht, wo stehe ich da aktuell? Also ich bin weiterhin der Rohkost sehr zugetan, wenn auch nicht mehr 100%, wie das so die ersten Jahre war, als ich diesen YouTube-Kanal betrieben habe. Also der Fokus ist immer klar auf Rohkost gesetzt, aber eben auch auf die schleimfreie Heilkost und das bedeutet für mich im Winter,
Winter gibt es dann auch mehr gedämpftes Gemüse. Aktuell bei diesen warmen Temperaturen gibt es für mich natürlich Rohkost, sehr leichte Kost. Also ich bin auch der leichten Kost treu geblieben. Also das, was meinem Körper wirklich gut tut, was mich auch beflügelt und was mich auf eine bestimmte Art nährt. Also eine leichte Kost, die aber vitalstoffreich ist. Weiterhin spielen Wildpflanzen, Sprossen und Mikrogrün eine wichtige Rolle in meiner Ernährung. Der Fokus dieses Kanals liegt eindeutig auf eine wichtige Säule der Gesundheit, die Ernährung. Vitalstoffreiche Ernährung, rohkostorientierte Ernährung, schleimfreie Heilkost. In den letzten Jahren habe ich immer mehr erkannt, wie wichtig auch andere Säulen sind, zum Beispiel eine ganzheitliche Entgiftung und auch, was damit einhergeht, so emotionale Themen, traumatische Erfahrungen, die man in seinem Leben gemacht hat und diese aufzuarbeiten. Auch ganz viel innere Arbeit mit sich selbst, viele Dinge zu reflektieren, auch über die Programme, Konditionierung, die man sein ganzes Leben lang übergestülpt bekommen hat. Also diese auch aufzubrechen und einfach auch wieder zu seinem inneren Kern zu kommen. Innere Arbeit, ganz wichtig. Auch gerade in der heutigen herausfordernden Zeit, welche Nahrung führe ich zu mir? Welche geistige Nahrung führe ich zu mir? Mit welchen Menschen umgebe ich mich? Kann man immer gut in der Balance sein oder wie kann man sich wieder gut in die Balance bringen? Wie geht man mit Stress um? Wie geht man mit gutem Schlafmanagement um? Also es gibt so viele Faktoren, die für eine wirklich ganzheitliche, optimale Gesundheit verantwortlich sind und die es auch gilt zu betrachten und nach für sich zu optimieren, für sein eigenes Wohlfühllevel. Das habe ich für mich so die letzten Jahre erkannt und bin eben dabei, das alles so zusammenzuführen und damit auch die Menschen zu begleiten. Schreibt mir gerne im Kommentarbereich, welche Themen ihr weiterhin hier auf meinem YouTube-Kanal sehen möchtet. Welche Themen interessieren euch besonders? Ich freue mich über regen Austausch im Kommentarbereich. Wünsche euch eine gute Zeit. Verliert bitte nie den Mut und die Zuversicht. Alles Liebe und Gute für euch. Eure Silke. Fast hätte ich es vergessen, ich möchte euch auf eine wunderbare Sommeraktion von Lebenskraft pur aufmerksam machen. Vom 13. bis zum 16. Juli gibt es bei Lebenskraft pur 10% Rabatt. Ihr findet den Link zum Lebenskraft pur Shop unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Und ich verlinke euch unten auch nochmal den Rabattcode für die 10%.